Die siebte Staffel von Star Wars The Clone Wars wird Anfang 2019 erscheinen. Warum ich mir vorstellen könnte, dass sie die beste Staffel aller Zeiten von Clone Wars werden wird, das werdet ihr in diesem Video erfahren. But you'll call me Captain or Sir. War does not come with a guarantee. No soldier gets the promise of safety. My designation is Trooper 27-5555, Sir. We call him Fives. I'm Heavy. This is Echo. I'm Commander Cody, your new boss. Sir, yes, sir! Looks like we got ourselves a batch of shinies, Commander. Look around. We're one and the same. Same heart, same blood. Your training is in your blood. And my blood's boiling for a fight. So I have any idea what this you've done. Is our war. This can't be good. We need to pull back. Get on the portals. If we can draw them out, we can see them. If we can see them, we can hit them. Star Wars The Clone Wars Staffel 7 wird mit Sicherheit die letzte und wahrscheinlich auch die traurigste Staffel sein. Aber trotzdem denke ich persönlich, dass die siebte Staffel die beste Staffel sein wird. Wir werden in der siebten Staffel viele Hintergründe zu der Order 66 erfahren, die wir bislang nur aus den Büchern oder unfertigen Folgen kannten. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass wir endlich bildnerisch erfahren, wie denn eigentlich Ahsoka, Rex, Wolf oder auch Gregor entkommen sind. Wir werden sicher auch mehr darüber erfahren, was eigentlich in den Köpfen der Klonkrieger abging, warum beispielsweise es Rex schaffte, seinen Inhibitor-Chip zu entfernen, ein Commander Cody wiederum nicht. Wir werden auch endlich mehr als in den unfertigen Folgen über das Elite-Klonkommando Bad Batch erfahren. Aber was haltet ihr eigentlich davon? Denkt ihr, dass Clone Wars Staffel 7 gut wird? Schreibt es in die Kommentare. Alright, Rex, what's so important that you brought us all the way back here? Hello, Master. It's been a while.